sind wir jetzt endlich da. Nein, Norman, das dauert noch. Und sind wir jetzt endlich da? Lange dauert es nicht mehr. Wie lange noch? Bald schon, Norman. Und sind wir jetzt endlich da? Norman? Ein Lämpchen, da! Noch mal gut. Aber hier geht's nach unten und zwar ganz steil. Bleibt alle ganz ruhig, ja? Ich rufe sofort Feuerwehrmann Sam. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Zu Hilfe kommt die Feuerwehr, ob in der Luft oder im Meer. Die Mannschaft rückt zum Einsatz aus. Halte durch, Sam, hol dich da raus. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Hervorragend, Elvis. Du liebe Güte, alle Töpfe sind jetzt hier unten. Worin soll ich denn jetzt die Spaghetti kochen? Keine Sorge, Elvis, das Getropfe dauert ja nicht mehr lange. Etwas Zeit vergeht schon noch, bis die neue Feuerwache fertig gebaut ist. Ich hoffe nur, die Töpfe und Schalen reichen auch so lange. Kein Zweck mit der Wache, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Ich schraub schon den ganzen Morgen an den Flanschverbindungen hier rum. Aber ich fürchte, das Rohrsystem ist zu verrostet. Und das Dach muss neu gedeckt werden. Und auch der Boden ist ganz wellig. Ach, herrje, ich denke aber, wir könnten schon noch ein paar Wochen in der alten Wache durchhalten. Oh nein, das tut mir leid, Norris. Ich bezweifle, dass wir hier auch nur noch ein paar Stunden durchhalten können. Wegen Sicherheitsmängeln sind wir gezwungen, diese Feuerwache sogar noch heute Abend zu schließen. Heute Abend? Bleibt ruhig, liebe Feuerwehrleute. Da ist ja noch ein mobiler Kommandostand, den ihr nutzen könnt, bis das neue Feuerwachengebäude hier endlich fertiggestellt ist. Die alte Wache zu verlassen wird trotzdem sehr traurig. Ich frag mich, ob wir am letzten Tag noch zu irgendwelchen Notfällen gerufen werden. Das könnte gut sein, Elvis. Trevor Evans' Bus hängt fest auf den Felsen der Ponty-Panty-Klippen und er ist voller Passagiere. Trevor Evans' Bus hängt fest auf den Felsen der Ponty-Panty-Klippen und er ist voller Passagiere. Penny, Elvis, ihr nehmt Venus. Ich fahr vor auf Merkur. Nicht hinschauen, das machen meine Nerven nicht mit. Nur keine Angst, Feuerwehrmann Sam ist schon unterwegs. Ich hoffe, das wird nicht mehr sehr lange dauern. Elvis, du folgst mir. Penny, du musst am Steuer bleiben. Ja, verstanden, Sam. Und jetzt zurück, Penny. Trevors Bus ist viel zu schwer. Elvis, halt dich bereit, die Passagiere wegzubringen. Ja.
Ich möchte, dass ihr jetzt alle zur Tür kommt. Und das äußerst vorsichtig. Los, kommt alle schnell her! Ausgezeichnet. Immer so weit. Haltet schön Abstand, Leute. Nur keine Angst, es wird alles wieder gut. Nur Dillis ist immer noch da drin. Sie kann sich vor Angst nicht mehr rühren. Ich hab zu viel Angst. Halte diese Position, Penny. Ich gehe jetzt in den Bus. Ich versuche es, Sam. Ruhig bleiben. Ich hab dich fast, Dillis. Schneller, Sam. Oh nein. Komm her, Dillis. Wir müssen hier raus. Wie jeder andere in Pontypandy. Der Bautrupp ist noch nicht ganz fertig. Ich muss noch viele Wände streichen. Aber keine Sorge, Sam. Es wird alles rechtzeitig fertig für die große Eröffnung. Das klingt sehr gut, Mike. Und sei bitte vorsichtig. Auf so einem Bauplatz lauern ständig neue Gefahren. Ganz besonders, wenn da so viele Gasflaschen rumstehen. Alles halb so wild, Sam. Vorsicht ist doch mein zweiter Vorname. Tja, die Arbeit ruft. Weiter geht's. Wow. Oh, alles Gute kommt von oben. Oder auch nicht. Entschuldige, Sam. Von jetzt an ist Vorsicht wirklich mein zweiter Vorname. Auf einer Baustelle trägt jeder so einen Schutzhelm, Mike. Oh, danke, Sam. Na dann, hier soll sie also sein, die Wildtierausstellung, lebendig gemacht von den wilden Männern von Pontypandy. Das wird eine super Sache. Wir werden richtig viele Fotos brauchen, wenn wir die vielen Wände vollkriegen wollen, Mann. Ja, und du hast doch deine Kamera. Weiß ich doch. Aber wie sollen wir denn all die vielen Wildtiere knipsen hier in Pontypandy? Das dauert ja Monate. Na, da hilft uns doch der Pistenfuchs. Der Pistenfuchs? Los! Wow, das ist ja ein cooles Teil. Und die Kiste fährt auf dem Land genauso gut wie auf dem Wasser. Komm, spring rein. So, wenn du fleißig knipst und ich ordentlich fahre, dann haben wir die ganze Ausstellung in 0, nichts zusammengestellt. Moos, eine Frage hätte ich. Wieso heißt das Ding Pistenfuchs? Pistenfüchse können doch nicht auf dem Land und auf dem Wasser fahren. Ist was dran, Tom. Wieso nennen wir das Ding nicht Katzenfisch? Denn die Katzen sind an Land unterwegs. Und die Fische sind im Wasser unterwegs. Dann heißt das Ding jetzt Katzenfisch. Versucht Hauptfeuerwehrmann Steele immer noch die Satellitenverbindung herzustellen, Penny? Ja, Sam, aber bisher noch ohne Erfolg. Versuchen wir es noch mal 2 Grad nach links, Feuerwehrfrau Morris. Unser Notfallfunkgerät wird gleich einwandfrei funktionieren. Verzeihung, bitte. Du schreibst deinen neuen Song, Elvis? Ja, Sam, den möchte ich euch auf jeden Fall zur großen Einweihung der neuen Feuerwache vorsingen. Ich nenne ihn Pontypandy Rock. Der wird sicher ganz fantastisch, Elvis. Oh, da, der Empfang geht schon. Und gleich nach dem nächsten Song die neuesten Nachrichten und das Wetter. Radio? Das Empfangsgerät ist noch nicht richtig eingestellt, Sir. Noch nicht, Sam. Atmosphärische Störungen sind das oder sowas. Na dann, ich hänge die Karte von Pontypandy schon mal an die Wand. Hallo, hallo, ist da der Lieferservice von Pontypandy Pizza? Nein, Dillis, hier ist Hauptfeuerwehrmann Steele. Oh, dann würde ich sehr gerne eine Pizza bei Ihnen bestellen. Wir verkaufen keine Pizza. Das geht aber nicht. Mein Norman möchte eine Pizza mit Salami und Artischocken. Ja, ja, unartig und bockig, typisch Norman. Verflixter Kasten. Nein, so geht das nicht. Nanu!
Entschuldige, Sam. Du kannst nichts dafür, Elvis. Ich denke, wir brauchen eher eine Miniaturausgabe der Karte. Diese ist zu groß. Nein, die Liz, wir verkaufen auch kein Hühnchen-Chop Suey hier. Na, das nenne ich mal einen großen Fisch. Ein Ponty-Pendy-Karpfen. Jetzt bloß nicht wackeln, Moose. Ich versuch's, aber der Fluss hat eine ziemliche Strömung. Ach, er ist weiter nach vorne geschwommen. Ein Stückchen nach links, bitte. Jetzt lächeln, du kleiner Prachtkerl. Ich zieh dich schon raus, Tom. Nur keine Angst. Hab dich. Danke, echt gut gemacht. Aber wer steuert jetzt den Katzenfisch? Oha. Zur Bärenkatze. Ich kann nichts sehen. Sieht aus, als würden wir aufs Meer raustreiben. Fahr zum Strandfuß. Ich versuch's ja, Tom. Nur ist die Flut viel zu stark. Oh, könnte es sein, dass wir schon sinken? Ich dachte, dieses Ding soll schwimmen können. Kann es auch. Aber für so große Wellen ist der Katzenfisch nicht gemacht, weißt du? Dann ist Katzenfisch eigentlich auch nicht der richtige Name dafür. Da hast du recht, Tom. Oh, was sollen wir denn jetzt tun? Uns einen anderen Namen ausdenken? Nein, wir müssen Feuerwehrmann Sam rufen. Oh. Hm, Moose und Tom treiben aufs Meer hinaus, in einem Auto, das schwimmfähig ist. Hallo, Ben. Hallo, Sam. Wir müssen bei dem Notfall alle drei Wasserfahrzeuge der Küstenwache einsetzen. Weil Tom in Seenot ist, können wir zum Suchen leider nicht seinen Hubschrauber nehmen. Verstanden, Sam. Wir sinken weiter und weiter. Ich hoffe, Feuerwehrmann Sam findet uns hier auch. Man kann die Küste schon nicht mehr sehen. Weiter, Schattenmann, immer weiter. Dort! Das ist doch Feuerwehrmann Sam! Feuerwehrmann hey! Sam! Hier sind wir! Hilfe! Ich hab sie gefunden. Fahrt nach Norden. Ich wiederhole, nach Norden und achtet auf mein Leuchtsignal. Verstanden, Sam! Ja! Ein Glück, Mann! Dauert nur noch eine Minute und wir werden euch beide wieder an Land geholt haben. Tut mir leid, Sam. Ich muss echt viel besser lernen, den Katzenfisch zu fahren, bevor wir weiter versuchen, die vielen Fotos für unsere Ausstellung zu schießen. Das ist eine sehr gute Idee. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, Moose. Oh ja, Sam. Ich hatte gerade eine klasse Idee. Ich wüsste jetzt, wie wir es nennen, Moose. Wie? Natürlich Schnabeltier mit Gummifüßen. Wie, was? Schnabelgummi? Was für ein Tier? Ich verstehe. Dann fahren wir mal an Land zurück. Wie viele schlimme Notfälle es jetzt wohl noch geben wird, bevor wir in unsere neue Feuerwache umziehen können, Sam. Wer weiß das schon, Elvis? Wer weiß das schon?
erledigt, erledigt und erledigt. Perfekt. Bereit für die große Einweihungsfeier. Feuerwehrmann Steel. Ich kann gar nicht fassen, dass Pontypandy eine so schöne neue Feuerwache hat. Ich wette, Sie sind schrecklich aufgeregt. Das bin ich in der Tat, Tillis. Aufgeregt wie noch nie. Los geht's. Es ist ein kleiner Ort, komm mit an Bord. Hier kennt dich jedes Kind. Hier bist du froh, hast für jeden ein Hallo, weil die Menschen deine Freunde sind. Das ist der Rock, Rock, Pontypandy, Rock, Rock. Pontypandy, komm, schwing dein Bein, so muss es sein. So ist nur Pontypandy allein. Das ist der Rock, Rock, Pontypandy, Rock, Rock. Pontypandy, hier steppt der Bär, was willst du mehr? So ist nur Pontypandy allein. So ist nur Pontypandy allein. So ist nur Pontypandy. Und jetzt zu der feierlichen Einweihung. Es ist mir eine große Ehre und ein Privileg, dass ich, der altgediente Hauptbrandmeister Boyce, nun zur Tat schreiten darf, um Pontypandys neue Feuerwache für eröffnet zu erklären. Vielen Dank Ihnen allen. So, dann bedienen Sie sich an Gwendolins leckerem Buffet. Ich zeige unseren Feuerwehrleuten Ihr neues Zuhause. Wie Sie hier sehen, ist jetzt in der Garage der Feuerwache Platz genug für alle Fahrzeuge. Seht nur dort! Merkur steht jetzt auch hier drin. Da ist sogar noch Platz für zwei weitere. Sicher. Wer weiß denn schon, wann man mal mehr Stellplatz braucht? Nanu, seht ihr? Diese Wache hat nicht nur eine Stange zum Rutschen, sie hat zwei. Jetzt können zwei Leute runterrutschen zur selben Zeit, Penny. Zwei Stangen scheinen ein bisschen viel für nur vier Feuerwehrleute. Ja, deshalb gibt es noch eine ganz besondere Überraschung für Sie alle heute. Feuerwehrmann Arnold McKinley. Und die Feuerwehrfrau Ellie Phillips. Die neuen Mitarbeiter der Pontypandy Feuerwehr. Sie haben gerade ihre Ausbildung in der Akademie von Newtown beendet. Und sie waren die Besten ihrer Klasse. Hervorragend. Wow. Ein Löschzug mit Allradantrieb, Frontlenksmotor, Sechszylinder mit Kompressor und Turbodiesel. Ich kann's gar nicht erwarten, am Steuer von der Kiste zu sitzen. Ich konnte gerade keins seiner Wörter verstehen, Sam. Er erzählte nur was von Jupiter, Elvis. Oh. Ich freue mich riesig, denn ich lerne von dem Besten. Feuerwehrmann Sam. Tja, danke, Arnold. Du Streber. Und nun zu unserer restlichen Tour. Oh, mit diesen zusätzlichen Hydranten werden Sie Jupiter und Venus weitaus schneller mit Wasser befüllen können als bisher. Und sie sind auch einsetzbar bei den Übungen am Trainingsturm. Und es ist sogar ein Hydrant dabei für Löschschaum. Oh, der ist so toll, der Löschschaum. Macht nichts, Elvis. Es braucht nur etwas Zeit, um sich an die neuen Sachen zu gewöhnen. Und nun gehen wir in den Kontrollraum. Quidlington, könntest du bitte dieses Geplansche lassen? Tut mir leid, Sir. Ich kann das nicht ändern. Meine Hose ist klitschnass. Dies ist Ihr neues vollcomputerisiertes Kontrollsystem. Hier, sehen Sie. Pontypandy, Übersicht. Wer hat das gesagt? Das war die Zentralsteuerung, Quidlington. Und man kann hineinzoomen für weitere Details. Pontypandy Hafen. Kabeljau-Café. Die kennt sich wirklich gut aus. Das ist nur die eingebaute Assistenzfunktion des High-Speed-Prozessors für normalsprachliche Reaktion der Kontrolleinheit. Ein klein wenig komplizierter als die alte Faxmaschine. Na denn, ich werde jetzt in Newtown erwartet. Alles Gute beim gegenseitigen Kennenlernen und beim Kennenlernen Ihrer neuen Feuerwache.
Das ist so toll. Endlich habe ich auch eine Kollegin hier, Ellie. Danke, Penny. Ich kann es gar nicht erwarten, anzufangen, weißt du? Wozu ist denn dieser Helm da oben? Ach, morgen ist mein freier Tag. Ich mache mit den Kindern eine Höhenexpedition in die Minen in den Bergen hier. Ich wollte auch immer auf Höhenexpedition gehen. Na, wenn wir das nächste Mal zusammen frei haben, kommst du mit? Auf jeden Fall. Was wäre die neue Feuerwache denn wohl ohne die alte Alarmglocke? Oder das alte Bild? Gut. Was kann man denn wohl mit diesen ganzen Sachen hier anstellen? Stilles Laden. Oh, in der Tat. Kennt sich wirklich gut aus. Leite Notfalleinsatz für Dilles Laden ein. Was sagt die? Oh nein, nein, nicht. Notfalleinsatz umgeleitet zum Kabeljau-Café. Was? Ich hab nie was gesagt vom Kabeljau-Café. Fensterreinigung gestartet. Nein, ich hab kein... Was? Ich will keine Fensterreinigung. Jetzt Schluss damit. Es tut mir leid. Ich verstehe den Befehl nicht. Aufhören, sagte ich! Oh nein. Dankeschön, Sam. Das Ding hörte einfach nicht auf, mit mir zu sprechen. Wie hast du das hingekriegt? Durch Ausstellen der Sprachausgabe des Systems, Sir. Vielleicht sollten Sie das hier mal lesen. Was ist denn das? Die Gebrauchsanweisung, Sir. Oh, die ist aber ziemlich groß. Oh. Danke für Ihren Kauf des Kartenplaners 7000. Wenn Sie die Anweisungen dieser Anleitung genau befolgen... Achtung. Die Schwalben fliegen aber sehr tief über dem Boden heute. Sicher wird bald ein Sturm aufziehen. Da würde ich mich mal nicht so sehr drum kümmern, Charlie. Da war zwar ein Sturm auf dem Radar der Küstenwache zu sehen, aber der war weit draußen auf See und zieht höchstwahrscheinlich vorbei. Die Schwalben sehen das ganz anders. Gut, wir sollten jetzt lieber zurück zum Festland fahren, bevor es noch zu dunkel wird. Wir können ja noch mal morgen früh herfahren und die restlichen Schilde aufstellen. Ist gut, Charlie. Expedition. Ach, ich grusel mich in so Höhlen. Bei so einer Expedition bist du doch noch nie dabei gewesen. Keine Sorge, James, das wird ein Riesenspaß. Wir steigen heute tatsächlich in eine dieser uralten Goldminen. Na und? Ich finde da garantiert irgendwo auch echtes Gold. Ja, garantiert in deinen Träumen, Norman. Natürlich finde ich da Gold. Hallo Großvater, hallo Butler. Hallo, na da seid ihr ja alle. Ein bisschen windig heute, Penny. Das macht uns nichts. In den Höhlen gibt's keinen Wind. Ja, nur Gold gibt's da. Dann werden wir uns mal schleunigst auf den Weg machen. So, hier sind drei verschiedene Arten Feuer. Wie beseitigen wir die? Elvis, zeigst du uns, welcher Feuerlöscher für welches Feuer geeignet ist? Ja, Sam. Feuer 1, flüssiges Feuer. Ja. Oh, oh, nein, nicht doch. Nein, komm zurück. Nein, das hier hört auf wegzurollen. Ich weiß nicht, mit dem möchte ich keinen Einsatz fahren, wenn das so abläuft. Hör mal kurz auf, Charlie. Der Pfahl ist aber noch nicht ganz drin, Ben. Ruhig. Den Tag über war es doch die ganze Zeit so windig. Aber jetzt regt sich nicht der kleinste Hauch. Ja, wirklich eigenartig. Da, Charlie! Schau dir den Himmel dort hinten an. Die Schwalben, die du gestern beobachtet hast, wussten wohl schon Bescheid. Sieht sehr danach aus, als würde ein Sturm aufziehen. Bitte versuch mal kurz stillzustehen. Tja, da habe ich ein perfektes Bild geschossen. Wirklich? Ja. Wenn man ein Bild von einem leeren Zweig haben möchte. Entschuldige, Tom. Ich lerne mal noch, wie hier die Steuerung geht. Zeig mal die Fotos, die du hast. Ein paar gute müssten dabei sein. Na,
Also, ich weiß nicht recht, ob das die beste Wildtierausstellung aller Zeiten in Pontypandy wird. Oh nein. Der starke Wind peitscht die See immer mehr auf. Ich frag mal, was da auf uns zukommt. Hier ist die Pontypandy Küstenwache. Ich rufe die Wetterdienstzentrale. Verstehen Sie mich? Over. Endlich. Wir haben andere versucht, sie zu erreichen, aber konnten einfach nicht durchkommen. Unsere Leute beobachten einen Sturm in ihrer Gegend, den wir heraufstufen mussten. Halten Sie sich jetzt an die Notfallmaßnahmen. Sie müssen mit einem Hurricane rechnen. Ein Hurricane? Verständigen wir schnell Feuerwehrmann Sam! Das war Ben. Ein Hurricane ist unterwegs nach Pontypandy. Ein richtig schlimmer Orkan. Für so einen Notfall brauchen wir alle unsere Feuerwehrleute. Wo ist Feuerwehrfrau Morris? Die wollte mit einigen Kindern ein paar Höhlen erforschen beim Bergsteiger-Erlebnispark. Ich versuche sie zu erreichen, bevor sie reingehen. Du meiner Treu, da fließt ja Wasser unter den alten Minenschächten. Die könnten sehr leicht geflutet werden. Kommen, Penny! Kommen, Penny! Kommen, Penny! Hörst du mich? Sie muss jetzt schon in der Mine sein. Dann rufe ich Moose. Und ich trommel die anderen Feuerwehrleute zusammen. Kommen, Moose. Bist du da, Moose? Over. Also, ich kann kaum die Kamera stillhalten bei diesem Wind. Ja. Wackel du wenigstens etwas weniger, Moose. Ich wackel doch aber gar nicht. Oh. Entschuldige, Tom. Ich werde in die Berge fahren, sehen, dass die Kinder in Sicherheit sind und bringe Penny mit zurück in die Stadt. In der Zwischenzeit übernimmst du, Elvis, hier die Einsatzleitung über Arnold und Ellie. Und ihr drei bereitet Pontypandy auf den Hurricane vor. Verstanden, Sam. Sam. Wenn dieser Hurricane so schlimm ist, wie es aussieht, dann brauchen wir dich und Penny so bald hier unten zurück wie irgend möglich. Ich weiß, Sir. Ich mache so schnell, wie ich kann. Fenster abdichten und sichern. Arnold, du wirst hier Handsäcke aufstapeln vor sämtlichen Eingangstüren. Hast du vielleicht Sandsäcke gemeint, Elvis? Entschuldige, da hast du absolut recht. Ja, Sandsäcke. Und wo sollen wir die jetzt herbekommen? Oh ja, entschuldige. Die sind ja alle in Jupiter verstaut. Elvis, ich habe gehört, dass ein Hurricane auf die Stadt zurast. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Schwester Flood? Ja, du könntest vielleicht von Tür zu Tür gehen und alle vor dem schweren Hurricane warnen, der da kommt. Und sag den Leuten auch, sie sollen so viel Wasser bunkern, wie es geht. Die Leitungen könnten verstopfen. Das werde ich, Elvis. Also das hier war früher mal eine richtige Goldmine und die Minenarbeiter sind durch diesen Tunnel gegangen. Ich kann hier aber gar kein Gold sehen. Wenn in der Mine tatsächlich noch Gold liegen würde, Norman, dann hätten sie die ja gar nicht geschlossen. Es muss hier doch wenigstens Krümelgold für mich übrig sein. Ich denke, wir sollten die Fotos vergessen und schnell zurück zur Hütte fahren, Mann. Die Bäume knallen sonst noch alle auf uns runter. Keine Sorge, Tom. Weil uns die Kreuz- und Querkröte ganz bestimmt sicher zurückbringen wird. Was ist denn die Kreuz- und Querkröte? Ich denke mir gerade neue Namen für unser Amphibienfahrzeug aus. Die Wildschnecke. Fahr endlich weiter. Aber eigentlich finde ich die Kreuz- und Querkröte gut. Penny!
Also das hier sind Stalagmiten und das hier sind Stalaktiten. Die sehen aber spitz aus. Woher kommt das viele Wasser, das da an den Wänden runterläuft? Bei vielen dieser alten Minen finden sich auch unterirdische Flüsse, Sarah. Das klang doch genau wie Feuerwehrmann Sam. Da hast du recht. Sam, was willst du denn hier? Da rast ein Hurricane auf Ponte Pendi zu und ich werde euch jetzt alle sicher rausgeleiten, falls Wasser die Mine flutet. Wie flutet? Jetzt nur keine Panik, Kinder, es wird alles wieder gut. Aber wir werden uns sehr beeilen müssen. Gut, habt ihr verstanden? Wir folgen also Feuerwehrmann Sam und nicht trödeln. Seht ihr da? Wir sind fast. So, es wird gleich furchtbar stürmisch werden, wenn wir da rausgehen. Doch wenn wir erst den Bergsteiger-Erlebnispark erreichen, kann dieser Sturm uns nichts mehr tun. Oh, schnell, kommt weg! Was ist da passiert? Das war gerade eine Steinlawine. Wir sind hier eingeschlossen. Was können wir denn dagegen tun? Ist da noch ein Ausgang, Penny? Ja, wir könnten durch den alten Minenschacht rausgehen. Aber dafür müssen wir zuerst runter, bevor wir rauf können. Dann sollten wir schnellstens los. Geh du voran, Penny. Oh, der Goldminenschacht! Ich wette, da gibt es noch riesig viel Gold. Der Bergsteiger-Erlebnispark ist nicht mehr weit. Wir sind gleich da. Ich hoffe nur, dass es in Ponte Pendi allen gut geht. Das Wasser hier steht so hoch, das muss ja irgendwann ins Tal fließen. Hallo? Mrs. Price? Ich bin Feuerwehrfrau Phillips. Alles in Ordnung hier? Nein, meine Franzbrötchen schwimmen ja alle weg. Oh, hier sieht alles ein bisschen durchnässt aus. Wir fahren am besten schnell zur neuen Feuerwache. Da ist es warm und trocken. Oh, das ist ja wundervoll. Da bin ich wirklich dankbar. Crittenden, bist du da? Kommen, Crittenden. Ja, Sir, ich bin hier. Oh, gut. Hier sind schon drei Notrufe eingegangen. Einer von Mike Flood, einer von Lissy Sparks und einer von Trevor Evans. Ich fahre da so schnell hin, wie ich kann, aber die Straßen stehen alle furchtbar schlimm unter Wasser. Wenn doch nur Feuerwehrmann Sam und Penny hier wären. Wir gehen einfach in diesem Stollen weiter nach unten und dann... Oh nein! Der Weg ist ja verschwunden. Der ist geflutet. Und zurückgehen können wir nicht mehr. Der Weg ist auch blockiert. Aber weiter vor können wir ja gar nicht gehen. Es ist nicht so weit zu der anderen Seite. Hier macht der Stollen eine Kurve nach unten, doch er kommt wieder hoch. Ihr bleibt alle schön hier. Ich schaue nach, wie es auf der anderen Seite aussieht. Pass auf dich auf, Sam. Natürlich. Sam nichts. Also, jetzt hört alle mal gut zu. Wir schwimmen nur das kleine Stück hier durch und kommen wieder auf den Weg zurück. Es ist wirklich nicht weit. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Also, ihr seid alle gute Schwimmer und werdet jetzt richtig tief einatmen und dann Penny dadurch folgen. Und alle tief einatmen, verstanden? Komm schon, James. Wir müssen los. Ich hab zu viel Angst. Fürchte dich nicht, James. Halt dich nur richtig an mir fest. Dann schaffen wir das auch. Ist gut, Onkel Sam. So, und tief einatmen. Wir sind in 0, nichts drüben. Wann kommt denn James? Das wird sicher nicht mehr lange dauern, Sarah. James! Das Wasser steigt höher und höher. Sehr richtig. Ich weiß, wir sind alle nass, aber wir dürfen nicht länger hier stehen bleiben. Hilfe! Hört mich denn keiner?
Wir müssen auf Ellie warten, bis sie mit Venus zurück ist. Wir brauchen eine Sicherungsleine. So lange können wir jetzt nicht warten. Nein, wir müssen. Ahnet nicht. Komm zurück. So, Lilly, halt dich schön fest. Wir müssen jetzt wirklich unbedingt auf Venus warten. Wir müssen zuerst den Wagen gut sichern und darauf achten, dass die Feuerwehrleute an der Sicherungsleine hängen. Ich bin zur Feuerwehr gegangen, um Menschenleben zu retten, nicht um blöd rumzustehen. Wow! Wie ist meine Hand? Aber lange halte ich das nicht durch. Hilfe! Oh nein! Los, aufschließen! Der alte Minenschacht liegt in dieser Richtung. Oh, auch das noch. Toll, eine Brücke! Norman, wir gehen erst weiter, wenn ganz sicher ist, dass da keine Gefahr droht. Tut mir leid, Feuerwehrmann Sam. Ich dachte, ich hätte da Gold gesehen. Ich werde das klären. Ich bin leichter als du, Sam. Na dann, geht jetzt einer nach dem anderen rüber und hält sich dabei gut an der Leine fest. Versucht, nicht nach unten zu schauen. Geh schön weiter, Sarah. So ist gut. Jetzt kommst du, James. Sei so tapfer wie vorhin und nicht runterschauen, verstanden? Du schaffst das, James! Jetzt bist du dran, Mandy. Ist gut, Sam. So ist es richtig. Immer weitergehen. Du musst immer nach vorne gucken, Mandy. Mach ich, Feuerwehrmann Sam! Ausgezeichnet! Sehr gut gemacht, Mandy. Komm schon, Feuerwehrmann Sam! Ich sichere dich ab, Sam! Er ist zu schwer dafür! Alles okay, Sam. Kinder, schnell helft mir. Wir tun so, als wäre das ein Tauziehwettkampf. Achtung! Und ziehen! Ziehen! Hoch! Komm schon, Sam! Na komm! Endlich Feuerwehrmann Sam! Da ist er ja! Zieht immer weiter! Stärker als du aussiehst, Penny. Ich hatte ein klein wenig Unterstützung. Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages mal euch danken muss, weil ihr mich gerettet habt. Wir müssen schnell weitergehen. Na kommt, wir müssen schnellstens zurück. Ponty Pandy braucht uns. Lange halten wir das hier nicht mehr durch. Ellie, zieh mich wieder ran, wenn ich sie sicher habe. Nur keine Angst, Frau Chen. Fertig, Ellie! Verstanden, Ellie. Danke, Elvis. Tut mir leid, dass ich mich so unvorsichtig angestellt habe. Ich habe mich geirrt. Du weißt schon sehr gut, was du tust. Nur das konnte ich auch alles von den Besten lernen. Feuerwehrmann Sam. Ich hoffe nur, Sarah und James geht es gut.
Beruhige dich, Schatz. Die kommen bestens zurecht. Die sind ja bei Penny. Wir sollten gehen. Und zwar schnell. Das geht nicht. Das Wetter da draußen ist viel zu unberechenbar. Hört ihr das? Elvis. Ich soll euch alle sofort zu der neuen Feuerwache rauffahren. Wissen dann Sarah und James auch, wo wir sind? Nur keine Sorge, wir werden Penny verständigen. Feuerwehrmann Sam ist unterwegs zu ihr. Wie gut, ein Glück, dass ihr hier seid. Komm her, wir fahren jetzt alle zu der neuen Feuerwache. Ich brauche meinen Rollstuhl. Keine Sorge, im Wagen ist noch jede Menge Platz. Gute Arbeit, Leute. Es gilt, alle Einwohner der Stadt so schnell wie möglich in unserer neuen Feuerwache in Sicherheit zu bringen. Ich frage mich nur, wo Sam und Penny stecken. Kommen wir jetzt bald hier raus? Das hoffe ich doch. Das Wasser steht ja gleich bis zu meinen Hosenbeinen. Das haben wir gleich alles hinter uns. Macht euch keine Sorgen. Jetzt kommt schon der Ausgang, hinter der Biegung da vorne. Ja, da ist der Ausgang. Aber wie sollen wir da hochkommen? Da müssten Holzstufen sein. Wo sind die denn? Das ganze Holz ist wohl verrottet. Seht mal, jetzt steigt das Wasser auch noch hier drin. Nur keine Angst und bleibt alle schön ruhig. Mal nachdenken, wie bauen wir eine Leiter? Womit denn? Die Bahnschienen sehen doch aus wie eine Leiter. Du hast recht. Sehr gut erkannt, James. Das wird unsere Leiter. Oh, wir brauchen irgendwas zum Lösen dieser Bolzen. Da liegt eine alte Werkzeugkiste. Dort hinten. Ja, wirklich, Norman. Von einem alten Grubenarbeiter. Gold! Ich hab so Angst, Sarah. Ja, ich auch. Aber alles wird gut, James. Wir sind ja bald zu Hause. Das müsste reichen. Nimm du das andere Ende, Penny. Ist gut, Sam. Komm drauf da, so schnell wie möglich. Wo ist Norman? Gerade war er noch hinter mir. Ich werde hier unglaublich reich. Gold! Du kommst jetzt mal mit, Norman Price. Oh nein, das Gold! Komm schon, Sam! Sam. Allerdings, Penny. Also, Kinder, hört zu. Ihr behaltet die Helme jetzt unbedingt auf. Hier kann alles Mögliche durch die Gegend fliegen. Wir wollen alle heil und sicher im Bergsteiger-Erlebnispark ankommen. Ich frag mich, wie es den Leuten in Pontypandy geht. Da haben Elvis und die anderen die Situation sicher im Griff. Aber sie werden uns dort brauchen, so schnell es irgendwie geht. So ein Sturmbuddler. Ach, nun fürchte dich nicht, denn hier passiert uns schon nichts. Du meine Güte. Nein, da sind ja Benzinkanister drin. Ich rufe besser Feuerwehrmann Sam an. Verflixt, kein Netz hier. Bitte dort entlang, Leute. Kommt mit. Jeder sollte eine Decke haben. Die werden uns schön warm und trocken halten. Hier, ich hoffe, jetzt haben wirklich alle Kakao oder Tee zu trinken.
Trevor! Ich bin ja so froh, dass Ihnen nichts passiert ist. Oh, ganz ruhig, Dillis. Das sieht ja aus, als wäre ganz Pontypandy hier. Ah, Crittenden, da bist du ja endlich. Ich höre gerade von Frau Chen, dass du wohl ein richtiger Held gewesen bist da draußen. Danke, Sir. Feuerwehrmann Crittenden war wirklich fantastisch, Sir. Ihr alle wart fantastisch. Der Feuerwehr ein großes Lob. Hauptfeuerwehrmann Steele, wir wissen nicht, wo Joe ist. Ich gehe in den Kontrollraum und schaue, was ich tun kann. Einen Moment. Oh, Hilfe! Schnell, Feuerwehrmann Sam anrufen! Ein Feuer ist ausgebrochen in Joe Sparks Garage. Da ist ein Feuer in Joe Sparks Garage. Wir müssen das Feuer löschen und Joe schnell in Sicherheit bringen. Also da hier so viel Benzin und Öl brennt, ist das ein Job für den Löschschaum. Gut, verstanden, Elvis. Arnold, du passt auf, dass Joe den Sicherheitsabstand zum Feuer einhält. Ist gut, Elvis. Vorsicht, Joe. Tja, ich denke, da wollte ich eigentlich ein Häschen aufnehmen. Ich sag's euch doch, ich hatte richtiges Gold. Und das hatte ich schon in meiner Hand. Immer erzählst du uns solche Märchen, Norman. Was zur Bärentatze? Tom, Moose, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich freue. Tja, klar, ihr seid ja alle klatschnass. Ein schön warmer Kakao? Oh ja, Kakao, ja, bitte. Lieber hätte ich ein bisschen Gold. Penny und ich werden runter nach Pontypandy fahren. Hört zu, Kinder. Ihr wartet hier bei Tom und Moose, bis der Sturm wegzieht. Und was soll aus unseren Eltern werden? Die kommen schon klar, aber wir müssen ihnen sagen, dass bei euch alles in Ordnung ist. Bei dem Unwetter da rauszugehen, ist viel zu gefährlich für euch. Kommen, Hauptfeuerwehrmann Steele. Over. Hauptfeuerwehrmann Steele, kommen! Hauptfeuerwehrmann Steele, können Sie mich hören? Feuerwehrmann Sam! Ich bin hier mit Penny und den Kindern. Alle sind wohl auf. Ich bringe Penny mit Bessie zurück in die Stadt. Oh nein, Sam, das geht nicht. Garrus hat gesehen, dass ein Strommast auf die Schienen gefallen ist. Der Schienenweg hierher ist zerstört. Hast du verstanden? Der Schienenweg hier runter ist zerstört. Ja, Sir, ich habe verstanden. Ende. Das schmeckt. Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß es nicht. Es muss noch einen Weg nach unten geben. Ich wüsste, wie er da runterkommt. Wozu gehören die, Moose? Das sind die Schlüssel für die Kreuz- und Querkröte. Er meint natürlich das Schnabeltier mit Gummifüßen. Wie bitte? Na, das Amphibienfahrzeug. Seid vorsichtig. Die Kiste ist nämlich gar nicht so leicht zu steuern. Ich passe auf, Moose. Aber das kannst du. Viel Glück euch! Wie sieht's aus, Crittenden? Der Brand in der Garage ist gelöscht, Sir. Feuerwehrmann Sam und Penny sind schon unterwegs. Hoffentlich passiert nicht noch was, bevor sie hier eintreffen. Ach du dicker Schlauchknoten! Crittenden, ihr müsst so schnell wie möglich zur Feuerwache zurück. Auf dem Hof hat sich ein Feuer entwickelt, ganz in der Nähe von den Gasflaschen. Wenn der Brand sie erreicht, fliegt alles in die Luft. Wir werden so schnell wie möglich da sein, Sir.
sollen wir denn jetzt noch tun? Jupiter kann da unmöglich drunter hindurchfahren. Mit Venus könnte es gehen. Aber es gehen doch nur zwei Leute in ein Allrad-Tanklöschfahrzeug rein. Spricht er da gerade von Venus? Genau, Elvis. Schon verstanden. Also ihr zwei fahrt vor in Venus. Und dann bringe ich Joe schnell zur Feuerwache in Sicherheit. Oh nein, Elvis. Da ist ein großes Feuer, da wirst du gebraucht. Ich kümmere mich schon um Joe. Gut, Ellie. Arnold, wir fahren los. Schnell. Gut, wir gehen zu Fuß und ganz dicht zusammenbleiben. Das schaffen wir, Joe. Ja, irgendwie kriegen wir das hin. Ich hole noch einen anderen Feuerlöscher. Also ihr zwei seid ein gutes Team. Das Feuer ist viel zu groß für Venus allein, Sir. Und es frisst sich langsam zu den Gasflaschen vor. Was sollen wir denn jetzt nur tun? In den Flaschen ist flüssiges Erdgas. Wenn die explodieren, dann macht das die ganze Feuerwache dem Erdboden gleich. Sehr richtig. Wir müssen die Leute hier fortbringen. Ja, hoffentlich wird Feuerwehrmann Sam noch rechtzeitig hier sein. Das Feuer hat jetzt fast die Gasflaschen erreicht. Es ist ja gar nicht aufzuhalten. Hier entlang, schnell. Die! Och, bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Ja, ich auch. Aber die Garage sieht nicht allzu gut aus. Wo kann ich noch helfen, Sir? Wir müssen die Leute von der Wache wegbringen, zur Sicherheit. Kommt, Leute, schnell! Alle mir nach! Ich kriege dieses Feuer nicht gelöscht! Was sollen wir jetzt tun? Im schlimmsten Fall müssen wir die Feuerwache auch gleich verlassen. Das ist Feuerwehrmann Sam! Und Penny! Wir müssen sofort die Gasflaschen kühlen und dann irgendwie dieses Feuer löschen. Dafür brauchen wir viel Wasser und das schnell. Wo wollen wir denn das Wasser so schnell herkriegen ohne Jupiter? Ich glaube, die neue Feuerwache kann uns vielleicht retten. Bestimmt reichen die Trainingsschläuche von den Übungswasserhydranten bis hierher. Und nicht aufhören, die Gasflaschen zu kühlen, Elvis. Ich bin so schnell, wie ich kann, wieder da. Gasflaschen weiter schön kühl. Elvis und ich versuchen, den Brand zu ersticken. Verstanden, Sam. Aufgehört. Und Pontypandy hat den Hurricane überstanden. Auf Dank der neuen Feuerwache. Das ist die beste Feuerwache auf der ganzen Welt. Frische Luft. Keine Schwalbe irgendwo.
Keine Sorge, Dillis. Das ist in 0, nichts wert. Oh, das sieht schon so schick aus. Trevor! Oh, schöner neuer Bus. Eine kleine Spritztour, Dillis. Oh, ja. Hauptsache, wir fahren nicht zu dicht an die Klippen. Seht euch mal das hier an. Das ist alles noch viel besser als vorher. Und dazu mit der neuen computergesteuerten Tor-O-Matic 2000. Oh nein, oh nein, oh nein. Sehr hübsch gestrichen, deine Kreuz- und Quergummischnabel. Ja, habe ich für euch gemacht. Ich schenke ihn euch, Sam. Das ist wirklich sehr großzügig. Ist das dein Ernst, Moose? Aber sicher. Ich denke, ich gehe doch viel lieber wandern in unseren Wäldern. Na dann, danke schön, Moose. Ihr braucht allerdings einen neuen Namen dafür. Wie wär's mit Hydrus? Ein Sternbild heißt so. Und es bedeutet kleine Wasserschlange. Oh, das ist absolut genial. Ein toller Name. Was für clevere Ideen der hat. Das konnte ich alles gar nicht verstehen, was er da sagte, Sam. Keine Sorge, Elvis, das erkläre ich dir später alles genau. Na, dann sind wir uns also einig. Hydrus heißt der Kleine. Nun denn, machen wir uns wieder an die Arbeit, Leute. Weißt du, mir gefällt unsere neue Feuerwache sogar noch viel besser als unsere alte Wache. So geht's mir auch, Elvis. Ganz genauso. Quidlington, wie wär's mit einer schönen Tasse Tee? Schon unterwegs, Sir. Es lauert Unglück, Unglück überall. Sag mir, wen rufst du jetzt an? Natürlich Feuerwehrmann Sam und seinen Trupp. Diese Helden trotzen jedem Sturm. Nachts auf der Wache, immer in Bereitschaft. Ein Notruf und schon sind sie da. Ob peitschender Sturm oder fauchende Flammen, sie stellen sich der Gefahr. Jetzt muss es schnell gehen, da muss jemand helfen. Los geht's, wenn der Einsatz dich ruft. Es lauert Unglück, Unglück überall. Sag mir, wen rufst du jetzt an? Natürlich Feuerwehrmann Sam und seinen Trupp. Diese Helden trotzen jedem Sturm. Feuerwehrmann Sam, wenn es uns niemand schafft, dann kriegt das Helden das Kind.